Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Meer, das Meer, M-E-E-R. Was ist euch im, am oder wegen des Meeres schon alles passiert? An schönen Dingen, an weniger schönen Dingen, an traurigen Dingen, an Unglücksvorfällen vielleicht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon unter Wasser geheiratet. Vielleicht mag mir der ein oder andere erzählen von einer Seebestattung oder von einem sehr aufregenden Urlaub am Meer und euch ist irgendwas sehr Dramatisches im oder am Meer passiert. Wie auch immer, unser Thema heißt Meer. Wenn ihr mir gerne mehr davon erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Rolf und Rolf ist 59 Jahre alt. Hallo Rolf. Hallo Jürgen. Zum Thema Meer. Ja, zum Thema Meer kann ich sagen, dass ich eine sehr traurige Geschichte zu erzählen habe, weil meine Schwester im September 1999 in Spanien durch Ertrinken ums Leben gekommen ist. Mhm. Sie ist in eine Unterströmung gekommen, als sie eine andere Frau retten wollte, die ebenfalls ums Leben gekommen ist. Es war ein normaler Badeurlaub? Das war für mich kein normaler Badeurlaub, weil ich damals ein Haus in Spanien hatte auf der Insel. Ja. Aber für meine Schwester war es eigentlich ein normaler Badeurlaub. Mhm. Sie ist sehr häufig auf diese Insel gekommen, weil sie eben eine tolle Beziehung dazu hatte und war erst einen Tag, bevor sie ums Leben gekommen ist, auch auf der Insel und hatte eigentlich auch nur vor 2 oder 3 Tage da zu bleiben. Warst du am Strand, als das passierte? Hast du das gesehen vom Strand? Ich bin in der Nähe gewesen und wurde dann plötzlich aufmerksam auf eine ungewöhnliche Situation, ungefähr 200-300 Meter weiter entfernt und bin dann etwas näher dahin gekommen und habe dann so mindestens 100 Leute am Strand stehen sehen, die diese Situation jetzt beobachteten. Also sie sahen eine Frau im Meer? Wie weit war das entfernt? Ja, sie sahen mehrere Menschen, die in Not waren im Meer. Und es waren, glaube ich, 4 oder 5 Menschen, die diese Leute, die am Strand waren, dann beobachteten. Wie viel Meter ungefähr war das vom Strand entfernt? Vielleicht 70 oder 80 Meter. Ja, ja. Ich habe das auch im Nachhinein eigentlich erst richtig gehört, dass man diese Bucht, das ist die Playa Mijón auf der Insel Formentera, als eine der gefährlichsten Buchten auf den ganzen Baleareninseln bezeichnet. Und zwar liegt das daran, Unterströmungen gibt es oder kann es überall geben, aber es liegt an dieser Stelle daran, dass ungefähr 200 Meter vom Strand entfernt sich eine Sandbank befindet. Mhm. Wusstest du das nicht, obwohl du da ein Haus hattest, dass das eine sehr gefährliche Gegend? Ich wusste das schon und ich gebe auch offen zu, dass ich vor dem Ertrinkungstod meiner Schwester auch häufig gerade an dieser Stelle gebadet habe, nicht bei sehr gefährlichem Wetter, aber ich war auch nicht sehr vorsichtig, wobei ich sagen muss, dass es vor dem Unfalltod meiner Schwester auch noch gar keine Warnsignale gab. Es war überhaupt nichts da, es gab keine Warnflaggen, es gab keine Rettungsschwimmer. Das heißt, deine Schwester hatte da überhaupt gar keine Ahnung von, dass es da eine gefährliche Meeresströmung gab. Also meine Schwester und ich haben schon oft gehört vorher, dass es gerade an dieser Stelle auch Ertrinkungsopfer gegeben hat. Ja. Aber es ist uns so gegangen, wie es natürlich auch den meisten Menschen geht. Wenn es Menschen betrifft, dann betrifft es eigentlich immer die anderen. Mhm. Und man hat schon irgendwelche Möglichkeiten, sich da wieder aus dem Wasser zu bewegen. Jetzt kamst du zu diesen Menschen, die am Strand standen und das beobachteten, dass es da irgendwas Dramatisches an Todeskampf gab. Ja, aber wusstest du das? Dass das, worüber ich heute noch oft nachdenke, ist, dass in dem Moment, als ich diese etwa 100 Menschen am Strand sah, genau wusste, dass es eine Situation ist, mit der ich unmittelbar zu tun haben werde. Warum? Das kann ich nicht sagen. Das ist. Wusstest du denn, dass deine Schwester zum Baden gegangen war? In der Nähe war. Also ich wusste, dass sie auf der Insel war, weil wir damit das noch gesehen hatten. Und ich wusste auch, dass sie da in der Nähe sich aufgehalten hat. Aber ich wusste sie natürlich nicht, dass sie jetzt betroffen war. Und trotzdem habe ich jetzt geahnt und befürchtet, als ich diese Menschen sah. Ja. Als du denn da hinkamst und die vielen Menschen dort stehen gesehen hast, wie lange dauerte das dann noch, bis klar war, da sind zwei Menschen, sagtest du? Ja, das ging relativ schnell, weil ich habe in diesem Moment Hilfe noch geholt, Freunde, die an dieser Strandbude saßen und wir sind dann sofort dahin gelaufen und in dem Moment war meine Schwester gerade aus dem Wasser gezogen worden. Ach so.
Und, also von Rettungskräften, die dann spontan eingesprungen waren. Ja, wir haben sie dann erst noch versucht, ungefähr 5 Minuten wiederzubeleben. Ja. Und nach ungefähr 5 bis 7 Minuten kam der Arzt, der schon zu der anderen Frau gerufen worden war, die ja auch ertrunken ist. Das heißt, du saßt dann neben deiner toten Schwester, ja, am Strand. Wobei ich ahnte, dass sie nicht mehr lebte, aber in dem Moment natürlich doch noch voller Hoffnung war. Also ich habe sie, wie gesagt, mit anderen Menschen versucht wiederzubeleben, aber die Hoffnung war nicht sehr groß. Sie bewegte sich zwar, aber es ist ja so, dass sie sich bewegte durch die Wiederbelebungsmaßnahmen. Das ist ein ganz furchtbares Unglück. Konntest du dann so normal auf dieser Insel weiterleben danach? Nein, das konnte ich nicht. Ich habe seit diesem Zeitpunkt, September 1999, ich habe das auch ein Jahr später das Haus verkauft, und ich habe auf dieser Insel ganz anders gelebt. Ich konnte auf dieser Insel keinen Urlaub im herkömmlichen Sinne mehr machen, was vorher natürlich möglich war. Das war also was ganz anderes. Aber im Nachhinein muss ich schon sagen, dass das natürlich ein entsetzliches Unglück war. Ich aber im Gegensatz zu meiner Familie und auch der Familie meiner Schwester doch es inzwischen ganz schön finde, dass ich am Ort des Geschehens war in dem Moment. Es ist ja auch so, dass Menschen, die andere Menschen verloren haben und trauern, am besten zum Ort des Geschehens irgendwann mal gehen sollten. Und ich hatte eben, ja, ich kann fast sagen, ich hatte das Glück, dass ich diesen Tod begriffen habe meiner Schwester. Ich glaube, wobei das wahrscheinlich eine Betrachtungsweise, ja, das ist eine Betrachtungsweise, zu der man erst etwas später gelangt. Natürlich, das ging natürlich. War in diesem Moment nicht so, also in den 1-2 Tagen danach gab es viel zu regeln, und ich stand völlig neben mir. Ich habe nur organisatorisch alles richtig gemacht. Ansonsten war ich völlig neben mir. Hast du dir damals oder vielleicht sogar heute noch irgendwie oder irgendwelche Vorwürfe gemacht, dass du deine Schwester nicht genügend gewarnt hast, informiert hast? Dieser Gedanke eines Vorwurfs, der ist mir schon in den letzten Jahren gelegentlich gekommen. Bloß ich habe ihn gleich wieder verwerfen können, weil ich gesagt habe, ich konnte den Tod meiner Schwester nicht verhindern. Und die Tatsache, dass ich ihr diese Insel schmackhaft gemacht habe und dass sie dann ganz, ganz häufig da war, das hat mit Schuld nichts zu tun. Definitiv nicht. Das ist etwas, was sich so ergeben hat und was ich zu akzeptieren habe. Ich habe den Gedanken gehabt, aber ich habe den sofort wieder verworfen. Ja, das ist dann ja auch sehr gut und so richtig so und hilfreich für dich. Ich höre daraus, wie du da schilderst, dass du eine sehr enge Beziehung zu deiner Schwester hattest. Ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meiner Schwester, was ja auch darin sich zeigte, dass wir eben auch häufiger zusammen eben auf dieser Insel war. Es war ganz furchtbar, nur ich habe zu einem, wenn man so will, ich habe zu einem Mittel gegriffen, was andere Menschen ja auch oft machen. Ich habe mich sozusagen gegen diese desolate Strandsituation gewehrt, in der Weise, dass wir schon wenige Wochen danach den Bürgermeister meine ich ganz viele Freunde, die ich im Laufe der Land wohne, und wir haben den Bürgermeister in dem Winter in diesem Jahr mit Hunderten, ich glaube es waren weit über 1000 Briefe und Faxe und Mails bombardiert und haben ihn aufgefordert, so schnell wie möglich diese Strandsituation zu verbessern. Und das ist gelungen. Und das ist tatsächlich gelungen. Bereits im Jahr danach, also im Jahr 2000, gab es plötzlich insbesondere an diesem Strand, auch an anderen Stränden, Rettungsschwimmer. Es gab ein Warnflaggensystem. Es gab Rettungsringe. Also es ist hoffentlich seitdem nichts mehr passiert, soweit du das weißt. Es ist. Ich habe ja dann auch noch eine Organisation gegründet, die sich mit Strandsicherheit in Europa befasst. Die nennt sich blausand.de. Ja. Und ich habe in den letzten Jahren eben sehr, sehr viel Erfolg inzwischen in vielen europäischen Ländern mit dieser Aktion gehabt. Das heißt, dass dieses traurige, schwere Unglück mit deiner Schwester diese positive Wirkung zumindest hat, dass du dich engagierst und dass du viele Dinge vielleicht auch bewerkstelligen kannst, um Menschenleben zu retten. Ja, das weiß ich natürlich nicht, aber das könnte sein. Zumindest steht da der Gedanke dahinter. Weil das Thema Strandgefahren ist für ganz viele ein Tabuthema, und das ist natürlich auch verständlich. Wenn ich in Urlaub fahre, dann will ich eigentlich nichts mit Gefahren zu tun haben. Ja. Trotzdem ist es notwendig, einiges zu wissen, um sich abzusichern. Ja. Lieber, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir mit deiner Initiative, vielleicht sagst du es nochmal, wie heißt es? Die Website nennt sich www.blausand.de. Blausand.de.
Ich wünsche viel Erfolg und dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss, Jürgen. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht, falls ihr gerade zufällig eingeschaltet haben solltet, heißt Meer. Ich möchte mich gerne mit euch über das Meer unterhalten, über Schönes, über Trauriges, über Skurriles, was ihr im Meer oder am Meer oder wegen des Meeres in eurem Leben schon erlebt habt. 0800 220 5050, hier ist René. René ist 22 Jahre alt. Hallo, ja, René. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Hallo, ich wollte erzählen, dass ich dieses Jahr in Australien war, hinsichtlich eines Work-and-Travel-Jahres. Wir haben nur 6 Monate geblieben, aber egal. Auf jeden Fall auf der Reise an der Westküste war ich in Exmouth. Ist da unten ein super bekannter Ort. Und da kann man halt mit Walhaien schnorcheln. Ach, mit Walhaien kann man da schnorcheln? Ja, genau. Das ist super genial. Die Tiere sind super friedfertig, machen überhaupt nichts, fressen halt nur Plankton. Walhai, Hai, da assoziiert man ein schlimmes Raubtier, ein hochgefährliches Raubtier. Nee, und überhaupt nicht. Und mit Wal assoziiert man ein riesengroßes Tier. Wie groß ist der Walhai? Oh, der ist unterschiedlich. Der, wo wir waren, der war 5 bis 6 Meter lang, ja, und 3 Meter breit. Also es war wie so ein Bus, der auf einmal im Meer auftauchte. Ist das eher ein Wal oder eher ein Hai? Bitte? Ist das eher ein Wal oder eher ein Hai? Es ist eher ein Wal, also ist absolut ein Wal. Der hat nur die Konturen eines Hais. Ah ja. Mit der Flosse, die halt hin und her sich bewegt. Und das nicht beim Wal auf und ab. Und du sagst, das ist wie ein Bus, der plötzlich dann auftaucht im Meer. Ja, das war also, wir sind also auf diesem Boot gewesen. Ich habe auch meine Schnorchel und meine Taucherlizenz da unten gemacht. Und naja, dann war halt alles fertig mit den Tauchgängen. Und man muss sagen, da fliegt immer so ein riesiger Helikopter über das ganze Meer, um halt den Walhai ausfindig zu machen. Weil es leider nicht mehr so einfach, die Walhai zu finden, weil es leider ziemlich wenige nur noch gibt. Naja, und auf jeden Fall, als er den Hubschrauber dann jemanden dann entdeckt hatte von den Walhaien, wie er mit dem Schnellboot dahin geschossen, alle auf dem Boot total wirr, weil keiner wusste, was jetzt gleich passiert. Alle hatten voll Angst, waren ja mitten auf dem offenen Meer, ne? Riesenkatastrophe, dachten gleich alle saßen in einer Reihe mit Flossen, Masten. Zwischenfrage. Kurze Zwischenfrage. Ja, bitte. Das klingt sehr, sehr toll und sehr interessant und sehr spektakulär, aber versetzt man diesen Haien nicht in Angst und Schrecken, wenn da ein Hubschrauber kommt und dann auch noch ein Schnellboot? Also stresst man das Tier damit nicht? Also ich sag mal, der Hubschrauber ist ja, was ich weiß, bestimmt 100 Meter über dem Meer. Also das wird der Walhai vielleicht mitbekommen, aber der Hubschrauber fliegt jetzt nicht über dem Walhai so drüber oder so. Ja. Da passen sie schon auf, weil sie ist von oben ziemlich gut sichtbar von 100, 200 Metern. Ah, ja. Durch den riesigen Schatten. Ja, und mit dem Schnellboot, da kann man halt sagen, die fahren halt mit dem Schnellboot ungefähr 200 Meter an den Walhai ran. Also wenn ich Walhai wäre, würde so ein Schnellboot mich nur gerade nicht in Gelassenheit versetzen. Sagen wir es mal so. Ja, nee, also die achten da wirklich schon ziemlich drauf. Ja. So ist das jetzt nicht. Also so, und dann seid ihr ins Wasser gegangen. Ja, und dann sind wir alle ins Wasser alle reingesprungen, von 2-3 Sekunden, zack, 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 alle da rein, so 10, 12 Leute. Ja. Und folgten dann so einem Schwimmer, der halt in den Wal halt hin ist, der ist eingegangen, alles total, aber überrascht, alles egal, wieder hin, zu dieser Faust, wo der Mann da eine Faust gemacht hat im Wasser, wieder hingeschwommen. Und beim ersten Mal ist er leider schon wieder abgetaucht, das heißt, keiner hat den mitbekommen, außer 2, 3 Leute, okay, wieder alle ab ins Boot. Und beim nächsten Mal sind wir dann wieder ins Wasser reingesprungen, alle folgten halt wieder dieser Faust, die da aus dem Wasser ragte. Na okay, und auf einmal ich sprang ins Wasser und guckte da oben drüber, die Faust war weg. Und ich drehte mich um und auf einmal, wie so ein riesiger Bus wirklich, auf einmal war der direkt 2, 3 Meter neben mir. Aha. Kriegt man da nicht Angst, wenn man so ein großes Tier plötzlich so nah an sich hat? Also ich sag mal, vorher hatte ich Angst, was ist wenn und hier, aber dann auf einmal, als ich das Tier gesehen habe, war es einfach alles weg, es war einfach nur völlig losgelöst, ja. Hast du, ging es so weit sogar, dass du ihn anfassen konntest? Nee, das ist absolut verboten, man darf nicht anfassen. Ah ja. Also man konnte zwar nah ranschwimmen, aber das so 5 Meter Abstand ist immer Pflicht. Wir haben auch Fotos gemacht und die habe ich auch an deine Redaktion geschickt. Ah ja. Und es war einfach gigantisch, ne? Wir schwammen da so neben dem her und der war einfach ganz friedfertig, lalala, schwamm durch das Meer. Der hat wahrscheinlich gedacht, so kleine Pünktchen, die können mir sowieso nichts, dann sollen so die mal neben mir her strampeln, ne? So ungefähr, ja. Und dann auf einmal, also wenn er auf einmal losgelegt hat, dann muss man wirklich strampeln, um hinter dem herzukommen. Bei dem war es ganz locker und lockig. Wir mussten wirklich kloppen, damit er hinterherkommt. Es könnte ja sein, ich meine, das muss ja gar nicht böser Wille von dem Walhai sein. Wenn der mal seine Flosse richtig bewegt und ihr zufällig in der Nähe der Flosse seid, dann seid ihr natürlich platt, ne? Ja, aber die ist wirklich, also man muss wirklich schon ein bisschen Abstand halten, so ist es ja nicht. Wenn man auch nur hinter dem Walhai auch nur 10 Meter hinter oder 5 Meter hinterher, wenn man hinter dem ist. Man darf auch nicht vor den gehen. Da gibt es halt so spezielle Regeln, die es halt hast du, dann. Hast du mal in ein Auge von ihm gucken können? Ja, wir sind vorne halt am Kopf so entlang geschwommen, so richtig, so ein kleines Knopfauge, ja, so richtig schwarz, super niedlich eigentlich. Und du hast zugezwinkert. Nee, das war nicht nett, aber das war einfach toll. Also. Das glaube ich, dass das ein großes Erlebnis ist, wenn man einem so gigantischen Tier mal so nahe kommt. Absolut, ja. Ja. Da bekommt man, glaube ich, noch mehr Respekt vor den Tieren. Absolut. Und
liebt vielleicht diese Tiere auch noch viel mehr. Was denkst du dazu, dass Island den Wal, die Waljagd wieder freigegeben hat? Ja, da kann ich eigentlich kaum mehr was sagen, ne? Ja. Das ist eigentlich absolut beschissen, weil diese Tiere, die können ja eigentlich überhaupt nichts dafür. Ja, die wollen sich einfach nur fair mehren und dass sie halt die Fische fressen, ist halt normal, ja. Also das ist sicher das Gute, wenn man man kann vielleicht auch kritisch solchen Aktionen gegenüberstehen, die er da gemacht hat, aber das Gute daran ist, dass bestimmt alle Leute, die sowas mal erlebt haben, einen großen Respekt vor diesem Lebewesen haben und ihr Leben lang wahrscheinlich sich dafür aussprechen, dass die Tiere geschützt werden. Ja, nee, das ist einfach toll, wenn man so ein Tier sieht, auch wenn man diese Buckelwale einfach nur vor dem Boot aus mehrere Meter beobachtet, das ist einfach traumhaft, ja. Also, ein tolles Erlebnis in Australien, ein Hai, Walhai heißt es, ne? Walhai, ja. Walhai. Also eigentlich mehr Wal als Hai. Und der atmet auch so, wie man das so kennt aus dem Fernsehen, der taucht dann mal auf und saugt die Luft ein oder bläst. Nee, der hat Kiemen, das hat er vom, also, ach so. Das ganze Äußere hat er eigentlich von einem Hai. Ja. Aber halt, ist halt so friesfertig wie ein Wal. Ja. Also er hat jetzt keinen, oben so einen Saugknopf, der hat halt Kiemen. Wie lange ungefähr warst du in der Nähe des Hais? Das war 6-7 Minuten und dann ist er abgetaucht, hat er wohl die Schnauze voll von uns gehabt. Das war's dann. Kein Bock mehr auf europäischen Menschen. So ungefähr, ja. Naja. Ja, tolle Sache, René. Gratuliere dir dazu. Das haben nicht alle Menschen, die wenigsten. Das war einfach toll. Also, wir haben also Glück gehabt, es gibt nur eine bestimmte Zeit in dem Jahr, wo man halt die Haie sehen kann. Mhm. Und wir hatten halt gerade Glück, ne? Ist auch nicht so ganz billig, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe einmal im Mittelmeer durch Zufall während einer Bootsfahrt Delfine erlebt, die so ganz wirklich flippermäßig neben unserem Boot so richtig hoch sprangen. Ja. Das war auch ein tolles Erlebnis. Absolut. Ich dachte, ich wäre in einem Film. Mhm. Wusste gar nicht, dass die wirklich auch dann so springen. Und die waren voller Lebensfreude und sprangen so neben unserem Boot hin und her. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Ja, die Natur hat wirklich viele, viele Überraschungen. Allerdings. Danke für deinen Anruf, René. Ja, schönen Abend noch. Alles Gute, tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit Renate. Renate ist 57 Jahre alt. Hallo Renate. Ja, guten Abend, Domian. Hallo, guten Abend. Unser Thema heißt Meer und du hast dich dazu gemeldet. Ja. Warum? Gestern Nacht hast du gesagt, du würdest gern etwas über Seebestattung hören. Ja. Und wir haben das im Juni gerade durchgeführt. Mhm. Wer war der Verstorbene? Meine Mutter ist Anfang des Jahres verstorben. Im Anfang Februar. Und damals haben wir dann nur eine Feuerbestattung gemacht und im Juni haben wir dann die Seebestattung gemacht. Das war Ihr Wunsch? Ja, das war Ihr Wunsch. Warum war es der Wunsch deiner Mutter? Das ist ja doch eher noch ungewöhnlicher Wunsch. Wenn man hier im Westen des Landes lebt, schon. Da, wo wir herkommen, aus Schleswig-Holstein, ich glaube, da gibt es das häufiger. Ja, stimmt, das kann sein, ja. Sind da alle geboren. Ja. Meine Mutter kam aus Hamburg. Ja. Und wir haben eigentlich unsere ganze Jugend und viele Jahre eben in Schleswig-Holstein und auch immer oder häufig in der Nähe des Wassers. Große Verbundenheit zum Meer. Ja, Und sie hat das auch später immer noch geliebt, hat also in den letzten Jahren noch Reisen ins Nordmeer gemacht und das liebte sie über alles. Beschreib uns doch mal die Zeremonie, wie das so abläuft. Also man nimmt dann die Urne mit auf ein Schiff. Ist das ein extra Bestattungsschiff oder was ist das für ein Schiff? Ja, es gibt Seebestattungsreedereien, die an der Küste, sowohl Nord- als auch Ostsee, beheimatet sind. Mhm. Dort kann man entweder die Urne hinschicken lassen durch die Post oder, wie wir es gemacht haben, wir haben die Urne mitgenommen. Mit dem Auto haben wir sie dahin gebracht. Also in eurem Privatwagen? Ja. War das für dich ein schweres Gefühl, quasi die Asche deiner Mutter in deinem Auto stehen? Wo stand sie im Auto? Hinter dem Beifahrersitz. Und du saßt mit vorne? Ich war der Fahrer, ja. Ach, du warst der Fahrer. Was für ein Gefühl war das, die Urne der Mutter im Auto zu haben? Ach, das war ein etwas merkwürdiges Gefühl. Man ist das natürlich so nicht gewöhnt. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir häufig so gemeinsam gefahren. Sie saß dann in der Regel da auf dem Rücksitz. Und wir haben also viele Fahrten gemeinsam verbracht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, sie sitzt da hinten. Mhm. Ich habe mir immer erzählt, so den Weg, dass wir also über den Rhein fahren, über die Weser und über die Elbe. Und warst du alleine mit der Urne im Auto? Nein, mein Mann war mit. Der Mann auch noch, ja. Also war es eine traurige Fahrt, aber auch so eine... Auch eine Fahrt des Abschiednehmens. Ja, genau. Wir hatten also dann schon noch die ganzen Stunden Zeit, uns darauf einzustellen. Wie ging es dann weiter? Ihr kamt dann irgendwann an der Küste an?
Ja, wir sind nach Neustadt-Holstein gefahren. Mhm. Und dort haben wir dann die Urne der Reederei übergeben. Die haben die umgefüllt in eine spezielle Seebestattungsurne. Ach so, wart ihr dabei? Habt ihr das gesehen? Nein, das haben wir nicht gesehen. Ja. Das war eigentlich das Einzige, wo wir sie dann wirklich allein gelassen haben. Wolltest du das nicht sehen? Doch, ich hätte mir das schon auch noch angeguckt. Aber das geht, wird nicht erwünscht von der Weiß ich nicht. Weißt du, ich habe dann auch nicht gefragt. Ja. Sie haben uns nicht gefragt und dann habe ich gesagt, nee, ein bisschen Pietät, ein bisschen Alleinsein für sie muss schon auch noch Also man sein. Nimmt nicht diese Urnen, die man hier so kennt, die in die Erde kommen, sondern die wird umgefüllt in eine Seebestattungsurne. Ja, die Urnen hier, die lösen sich ja nicht auf oder erst sehr, sehr langsam. Das dauert viele Jahre. Ja, aber die Seebestattungsurne löst sich dann relativ schnell im Meer auf. Die löst sich innerhalb von 8 bis 12 Stunden im Meer auf ja. und ist dann völlig weg und dann vermischt sich die Asche mit dem Seeboden. So wie es gewünscht ist. Ja. Wie ging es dann weiter? Nun war die Urne umgefüllt. Ja, wir haben dann am nächsten Abend mit dem Schiff diese Fahrt gemacht. Also wir waren als Angehörige alle oder fast alle dabei, alle, die es konnten und wollten. Wie viele Leute wart ihr? 12. Ja. Also alle hatten nicht Zeit, das ist halt bei einer großen Familie, aber die meisten meiner Geschwister waren dabei, deren Ehepartner, die Zeit hatten und meine Söhne, die auch viel Kontakt noch zur Oma hatten. Ja. Wie weit, wie viele Kilometer fährt das Schiff dann raus? Ja, also wir sind ungefähr eine gute halbe Stunde wohl gefahren. Ja. Das ist dann eine bestimmte Stelle, wo auch keine Fischer fischen. Die kriegen da irgendwie ihre Netze kaputt, haben sie uns erzählt, weil da auch viele Steine drumherum liegen, sodass also auch gewährleistet ist, dass die Ruhe da nicht gestört wird. So, dann hält das Schiff irgendwann an dieser Stelle an. Das Schiff hält. Die Frau Kapitänin, die wir dabei hatten, die hat dann ein paar liebe, nette Worte gesagt, nochmal an die Mutter erinnert, wann sie geboren war und wann sie gestorben ist und dass es ihr Wunsch war, auf See beigesetzt zu werden. Also ein Pastor ist nicht nochmal dann dabei oder nicht dabei? Man kann das haben. Kann man auch. Man kann ihr eine das nicht. Trauerfeier da an Bord halten, wenn man das möchte. Ja. Nur wir hatten das ja hier alles schon im Februar gemacht, als sie gestorben war. Und da meine Mutter das mit der Kirche nicht ganz so hat, das hätte ihm nicht gefallen. Okay, dann hat die Frau Kapitänin hat das ja, dann gemacht. Ja, die hat das sehr schön gemacht. Die hat dann auch noch ein sehr gutes Gedicht vorgelesen, das auch so richtig so danach passte. Das fängt dann an, steht nicht am Meer mit verweintem Gesicht. Ich bin nicht da, ich schlafe nicht. Und dann wird dann erzählt, wo man die Mutter überall finden kann. Oder den Verstorbenen dann in den Wolken, in den Samen, im Wasser, im Schnee, überall. Und das war eigentlich sehr schön. Dann sind wir alle nach draußen gegangen mit der geschmückten Urne. Ja. Wir hatten dann selber noch so Blütenköpfe dabei oder so Blütenblätter. Und dann hat die Kapitänin die Urne zu Wasser gelassen, auch dann noch mit, das war dein letzter Wille und dann Farewell, dann war die Urne auch ganz schnell weg. Gesagt, wird die Urne mit einem Seil zu Wasser? Ja, mit einem Seil, da wird nichts geworfen, es wird langsam bis zur Wasseroberfläche genommen, dann wird das Seil losgemacht und dann sagt die Urne ganz schnell, was ja schwer ist, sagt sie dann ganz schnell eigentlich ins Meer. Und an dieser Stelle ist es, glaube ich, ungefähr 20 Meter tief. Ja, und das war's dann? Naja, das war's noch nicht. Dann sind wir rundherum gefahren. Wir haben einen großen Kreis um diese mit dem Schiff um diese Stelle gemacht. Dazu hat die Schiffs das wurde viermal getutet danach. Das Horn wurde und wir haben dann diese Blumen ins Wasser geworfen oder fallen lassen und man konnte also richtig anschließend diesen Kreis sehen, den wir da mit dem Schiff gemacht haben. Das war ein großer Kreis. Und dann sind wir anschließend wieder in den Hafen gefahren. Also, das ist eine richtig schöne und würdige Zeremonie. Ja, also wirklich wahr. Mein Vater ist auch schon dort beerdigt. Wir haben jetzt unsere beiden Eltern an der gleichen Stelle eigentlich seebestattet, wenn auch im Abstand von vielen Jahren. Fehlt dir denn so eine Stelle, die Stelle des Friedhofs, wo du hingehen kannst und wo du trauern kannst, also dass du da ein Grabstein mit der Aufschrift
und wo du eine Blume hinlegen kannst, das fehlt dir nicht. Nein, ich habe hier zu Hause die Urne meiner Mutter ein gutes Vierteljahr lang neben unserem Kamin stehen gehabt. Ja. Da stand und steht auch immer noch ein Bild von ihr. Mhm. Da hatte ich Blumen daneben, die sind auch jetzt noch da. Es wird da mal eine Kerze angezündet. Mhm. Da ist auch meine Mutter. Sie ist auch manchmal, habe ich so das Gefühl, direkt bei mir. Mhm. Und im Übrigen Wasser habe ich überall. Also hier, ja, ja. 5 Minuten weg, habe ich ja, die Wurm. Die kommt auch irgendwann dahin. Ist das so ein Gefühl, wenn man, du kannst das ja schon beschreiben aus deinen Erfahrungen mit dem Tod und der Bestattung deines Vaters. Wenn man, da waren wir nicht dabei. Na, ich meine, wenn man dann irgendwann mal ans Meer kommt, an einen Strand, ist das gleich so eine Gedenkminute hier? Ist das Meer, egal wie weit diese Stelle entfernt ist, und hier sind Sie? Das weiß ich noch nicht. Ich bin in diesem Jahr nicht mehr an der Ostsee gewesen. Hm. Aber ich werde da sicherlich noch mal wieder hinfahren und ich werde auch bestimmt häufiger die Gelegenheit nutzen, die von dieser Reederei und von vielen anderen Reedereien auch angeboten wird, dass man im Frühjahr und im Herbst eine Gedenkfahrt machen kann. Und dann fährt man an die Stelle, ja, wo die Urne versenkt, genau, wurde. Ja, genau. Und da kann man dann auch Blumen ins Meer werfen. Also wie es jetzt im Meer selber ist, weiß ich nicht. Wir haben vor, über Silvester an die Nordsee zu fahren. Mhm. Das muss ich noch abwarten. Mhm. Wann ist der Vater Sie bestattet worden? Mein Vater ist vor 20 Jahren gestorben, ach so, und wurde zunächst mal in einem Urnengrab in dem Ort, wo meine Mutter damals lebte, beigesetzt. Und als sie dann so 5, 6 Jahre später zu uns gezogen ist, da hat sie dann durch meinen Bruder veranlasst, dass die Seebestattung durchgeführt wurde. Ach so, aber da war von uns niemand dabei. Mhm. Das haben wir gar nicht gewusst, dass es geht. So. Denn hier erfährt man im Binnenland sowas eigentlich kaum. Mhm. Und danach warst du dann auch nicht nochmal am Meer, um die... Am Meer waren wir öfter, aber da habe ich dann eigentlich gar nicht so dran gedacht. So, es wird jetzt sicherlich anders sein. Ja. Ich danke dir für die eindrucksvolle Schilderung, Renate. Ja, das ist sicher etwas, was sehr vielen Leuten so durch den Kopf geht. Wie ist es denn bei dir? Möchtest du auch so bestattet werden? Ich möchte auch so bestattet werden, mein Mann auch. Dein Mann auch, das ist also eine klare Sache. Da ist ein enges Verhältnis zum Meer und das soll die letzte Ruhestätte sein. Ja. Mhm. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, Renate, und wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit dem Hannes. Und Hannes ist 26. Hallo Hannes. Moin Jürgen. Guten Morgen. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Das macht nichts. Wir, okay, wir unterhalten uns über das Meer. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wir unterhalten uns über das Meer. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Frau und ich, Jürgen, lieben das Meer über alles, aber wirklich so richtig, aus allen Poren. Wo wohnt ihr? Sozusagen. Ja, das ist das Skurrile. Wir wohnen in Hannover und haben eigentlich von Meer gar nichts. Das ist aber natürlich dann ganz falsch. Das ist ganz furchtbar vor allen Dingen, aber lässt sich aus beruflichen Gründen momentan nicht ändern. Ja, das ist manchmal so, ja, ja. Ja, aber es ist, also diese Liebe zum Meer geht so weit, dass wir sogar auf einem Leuchtturm geheiratet haben. Ah, ja. Wie romantisch. Und dass wir auch jedes Jahr, wenn es möglich ist, ist natürlich finanziell immer nicht drin, nicht immer drin, aber dass wir möglichst auch jedes Jahr nach Dänemark fahren, an Stellen, wo nicht so viele Touristen sind, um dann das Meer natürlich auch ganz für uns zu haben. Ja. Und vorwiegend natürlich die Ostsee, weil die schön ruhig ist und man das Meeresrauschen genießen kann. Und ja, und dann sogar unabhängig von Wetter oder sonst was nach Dänemark fahren in der Nebensaison, wo keiner da ist. Und dann das ganze Meer aufsaugen, das Rauschen aufsaugen und die ganze Stimmung drumherum aufsaugen und die Möwen und der Wind und alles, was so dazugehört. Erzähl mir mal von der Trauung im Leuchtturm. Wo steht dieser Leuchtturm? Wo ist der? Es gibt ganz viele Leuchttürme, wo man heiraten kann, haben wir lustigerweise festgestellt. Die gehen, soweit ich das zumindest weiß, in der Recherche vor der Hochzeit nach Schönheit. So blöd das klingt. Aber so ein schöner ostfriesischer rot-weißer Leuchtturm ist wesentlich teurer als so ein Backstein-Leuchtturm. Ich dachte, es ging nach der Schönheit der Braut. Nein, um Himmels Willen. Dann hätte ich ja unseren Leuchtturm gar nicht bezahlt.
Nein, das also, ist, wir haben auf einem Backsteinleuchtturm geheiratet, in Dameshöve, das darf man ruhig sagen, das ist bei Lübeck. Klettert man denn ganz hoch obendrauf auch? Jein. Also in Dameshöve ist es so, dass es ganz oben ein Trauzimmer gibt, da haben wir dann auch geheiratet. Das wäre eine tolle Sache. Dazu muss man aber sagen, dass wir, meine Frau und ich, sagen wir mal so, die Füße sind ein bisschen zu weit hinten. Und insofern sind wir ein bisschen voluminöser vielleicht als andere. Und in so einem kleinen Turmzimmer ist ganz wenig Platz. Ach so. Von daher war das etwas beengt, aber vielleicht auch gerade deswegen richtig schön. Und von diesem Trauzimmer geht man dann über eine Wendeltreppe, so ist das in Dameshöve, auf diese, wie sagt man da, Aussichtsplattform, glaube ich. Ja, und ja. Von da oben sieht man dann die ganze Umgebung und das Meer. Und aber das Jahrwort wird in dem Zimmer gegeben. So sieht's aus. Mhm. Und dann geht man danach hoch. Ja. Genau. Das ist ja toll, das ist wirklich sehr romantisch. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Das ist wirklich richtig schön. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd von Seebestattung zu Hochzeit, aber... Ja, aber so ist das Leben. Vielleicht ist das Leben wirklich so. Was hat das gekostet in eurem Leuchtturm? Also, wir wollten erst auf so einen richtig schönen rot-weißen Leuchtturm, weil das ja irgendwie dazugehört und unsere ganze Wohnung auch mit rot-weißen Leuchtturm dekoriert ist. Aber das kostet schlanke, also ich weiß es jetzt von einem Leuchtturm, 350 Euro. Ja, ja. Das ist natürlich ordentlich an Gebühr. Ja. Und unser Leuchtturm, das war ein Schnäppchenleuchtturm, aber trotzdem schön, für 75 Euro. Ja, guck mal. Ja, so eine ist ja auch letztendlich wurscht, Hauptsache man hat den tollen Blick. Genau, ne? So das, ist das finde ich, ja. Irgendwo spricht mir aus dem Herz. Genau so wie es mich aus. Ihr seid ja völlig narrisch in Sachen Meer. Total. Wie kommt das? Ich kann es dir nicht sagen. Aber ihr seid im Binnenland beide geboren. Ich bin sogar in Dresden geboren. Hab also zu Meer noch weniger Beziehung. Und meine Frau ist als Sternzeichen Fisch, das finde ich schon mal ganz lustig. Ja. Aber sie hat zumindest schon mal ostfriesische Wurzeln. Mhm. Also kann man sagen, vielleicht wurde ihr das irgendwie in der Muttermilch mitgegeben. Und es hat sich dann einfach so entwickelt, dass also bei dir zum Beispiel, dass du es total toll findest, am Meer zu sein und die Liebe kam einfach so. Ja, bei mir gehörte das irgendwie dazu, weil wir schon seit 15 Jahren immer mit der Familie immer nach Dänemark gefahren sind, manchmal Nordsee, manchmal Ostsee. Ja. Und das gehörte für mich irgendwie dazu. Ich habe auch gar kein Interesse so an anderen Ländern, muss ich komischerweise sagen. Und was am lustigsten ist, wir haben auch gar kein Interesse im Meer zu schwimmen, witzigerweise. Deshalb fahren wir auch im Winter hin. Sondern es geht wirklich rein um diese grandiose Stimmung, die ich nur jedem empfehle. Also ihr habt keine Lust zu schwimmen? Habt ihr auch keine Lust, mit dem Bötchen auf dem Meer zu fahren? Überhaupt gar nicht. Wir wollen diesen ganzen Strand für uns alleine haben, was in Dänemark immer schwieriger wird, weil das vom anfänglichen Geheimtipp immer mehr zum Tourismus leider. Und aber Norwegen ist im Budget nicht drin. Was machst du? Ja, das ist natürlich viel teurer und dann wollen wir ein bisschen weiter. Was machst du vom Beruf? Ich bin im Moment bei einem Buchmacher tätig, bin aber gelernter Redakteur. Ja. Im Prinzip müsst ihr ja alles dran setzen, dass ihr irgendwann umsiedelt, auf eine Insel zum Beispiel. Jürgen, soll ich ganz ehrlich sein? Ja? Ich bin seit Wochen und Monaten dabei, meine liebe Sevi dazu zu überreden, sogar, das ist ein anderes Thema, aber sogar auszuwandern. Nach Dänemark? Natürlich auch gerne nach Dänemark, ja. Aber sie lässt sich nicht so richtig überreden, weil sie keine Lust mehr hat, mit ihren 27 Jahren eine neue Sprache zu lernen. Ach, mit ihr, sie ist 27 Jahre alt? Ja. Und hat keine Lust, eine neue Sprache zu lernen? Nein. Na, hör mal. Ich würde heute die Koffer packen und würde morgen weg. Na, hör mal, es tut mir leid um meine Freunde und vor allem um meinen besten Freund, aber es ist natürlich wirklich, die Liebe ist groß. Da musst du ihr aber mal ein bisschen Feuer unter den Hintern machen. Wie viele ältere Leute gibt es, die 60 oder noch älter sind und die noch eine Sprache lernen? Das höre ich ganz, ganz oft. Da wird sie doch mit ihren 27 noch mit links Dänisch oder weiß ich was lernen. Du musst sie mal überreden. Also, wenn man so einen großen Traum hat und wenn man so begeistert ist von so einer Sache, muss man das eigentlich einfädeln, dass man irgendwann dann auch da lebt und das immer hat, finde ich. Wow. Aber vielleicht ist es ja auch so, wenn man das dann hat den ganzen Tag, Jürgen, vielleicht ist dann der Reiz weg. Ja. Und dann ist man vielleicht scharf auf die Berge. Ja. Das ist natürlich ein großes Risiko. Dann zieht er halt nach 20 Jahren ins Allgäu und lernt das Bayerisch. Und dann ist es wieder was anderes. Das ist eine sehr gute Idee. Und den Freunden muss man dann immer sagen, so ihr Lieben, wir haben uns jetzt ganz lieb gewonnen die letzten Jahre, aber wir sind jetzt erstmal wieder weg. Genau, ganz genau. Oh, lieber Hannes, ich danke für deinen Anruf und für die schöne Geschichte vom Leuchtturm und wünsche dir und deiner Frau alles Gute. Und wer weiß, vielleicht ruft er mich mal irgendwann von Dänemark oder aus Norwegen an und sagt, wir haben es gemacht und wir erzählen dir jetzt, wie das hier läuft.
Das werden wir sofort tun, wenn das soweit ist. Ich bitte darum. Tausend Dank. Lieber Hannes, alles Gute. Alles Gute dir. Tschüss. Okay, tschüss. Julian oder Julian. Auf Deutsch, der Julian. Julian. Julian, das freut mich, dass man das auf Deutsch ausspricht. Ja. Julian, 26 bist du. Genau. Du hast dich bei mir auch zum Thema Meer gemeldet. Richtig. Warum? Weil es Meer für mich keine Bedeutung mehr hat. Keine Bedeutung Nein. mehr hat? Nein, seit dem 27. September 1994 habe ich panische Angst vor dem Meer. 94? Jetzt müssen wir berechnen, wie alt warst du denn da? Da war ich 14. Was ist da passiert? Da ist die Estonia gesunken. Ja. Und ich war auf der Estonia drauf. Du warst auf der Estonia drauf? Genau. Du gehörst zu den wenigen Überlebenden? Genau. 137. Ach. Wie hast du das in Erinnerung? Erzähl mal. Also ich bin mit meinem Papa damals, der fährt LKW, bin ich von Tallinn nach Stockholm gefahren mit der Fähre. Und ich muss sagen, ich bin das erste Mal mit einer Fähre gefahren. Ja. Und es ist ein Riesenschiff. Riesendinger sind das. Genau. Wahnsinnige Dinge. Und wenn man da vorsteht, dann denkt man auch, man versteht gar nicht, wie die Dinger absaufen können, auf gut Deutsch, ne? Ja, weil die so gigantisch, die wirken so sicher. Ja, und man hat also wirklich keine Angst. Man merkt die Wellen kaum, ja. Und das Schiff hatte auch wirklich alles mit Sauna und allem drum und dran. Und das war echt super, muss ich sagen. Mhm. Wir sind abends abgelegt, um Viertel nach sieben ungefähr. Mhm. Und ich habe mich wirklich gut vergnügt auf dem Schiff. Ja. Und es war dann gegen Mitternacht, ich hatte schon geschlafen. Hattet ihr so eine Wohnkabine? Genau, eine ganz normale Kabine, ja. Ja. Hattest du die Kabine mit deinem Vater zusammen oder alleine? Genau, zusammen. Zusammen, ja. Genau, zusammen. Und ich hatte geschlafen und es war auf einmal ein Riesengeschrei. Also ich kann mich nur noch an Geschrei erinnern und dass mein Vater plötzlich in die Kabine rein, also richtig reingestürmt ist, fast schon reingefahren ist und geschrien hat, raus, raus, raus. Ja. Und ich habe auf welcher Ebene war eure Kabine? Wir waren direkt über dem Bug. Direkt über dem Bug. Genau, also dieser sagenhafte Bug. Man sagt ja, die Bugklappe, die wäre aufgewesen, deswegen wäre die Estonia gesunken. Und ganz genau weiß man es ja bis heute nicht. Bis heute ist es nicht geklärt. Es ist eine sehr mysteriöse Geschichte um die Estonia. Genau, ja. So, und dann, also der Vater rief, hatte sich noch aufgehalten irgendwo und der kam in die Kabine und sagte, raus hier, raus hier, raus hier. Genau, raus hier, raus hier, raus hier. Ja. Und ich bin auch gleich aufgestanden und musste erstmal die Orientierung finden. Mhm. Denn wir hatten zu dem Zeitpunkt schon Schlagseite. Also man muss sich vorstellen, man läuft nicht mehr auf Boden. Mhm. Man weiß gar nicht mehr, wo ist oben, unten, wo sind die Türen. Also man ist total, die Möbel lagen schon überall rum und Gepäckstücke. Und ja. Aber in dem Moment war dir natürlich sekundenschnell wahrscheinlich klar, höchste Gefahr. Nein. Nein. Ganz ehrlich nicht. Was hast du gedacht, was los ist? Also ich kann das so gar nicht mehr jetzt im Nachhinein sagen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine Angst. Mhm. Wirklich nicht. Also ich hatte weder Angst noch Panik, sondern in Trance bin ich aufgestanden und losgelaufen Richtung dieser Tür. Und es ist nur ein ganz kleiner Raum gewesen. Aber diese Schritte bis zur Tür waren richtig schwer für mich. So, jetzt hat der Vater dich entgegengenommen. Wohin seid ihr zusammen geflüchtet? Wir sind raus Richtung Richtung dem Vorderdeck. Ja. Und da gab es eine Reling. Und da habe ich dann erst gemerkt, dass das Wasser nicht mehr links von mir ist, sondern direkt vor mir ist, auf gut Deutsch. Also, dass ich direkt ins Wasser reinschaue. Und dass das Schiff nicht mehr gerade steht. Und man musste sich da überall festhalten. Also, ich erinnere mich immer dran, wenn ich Titanic schaue. Ja. Wenn man das so sieht, wenn dieser Bug sich hebt. Genauso ungefähr. Es war nicht ganz so dramatisch, aber so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja, was habt ihr denn gemacht? Da war Geschrei oben auf der Reling. Mhm. Und mein Papa hat mich genommen und hat mich immer Richtung diesen Beibooten. Da hingen Beiboote und da standen Crewleute. Und die haben die Leute, die kamen, genommen und gerade in die Boote reingesetzt und die sofort runtergelassen. Ah ja. Und das ist euch dann das Glück hattet ihr, dass ihr direkt beide in ein solches Boot kamt? Genau, beide in ein Boot, ja. Und das Boot wurde dann zu Wasser gelassen? Ja. Aber auch nur da habe ich dann erst gemerkt, dass es wirklich gefährlich ist. Denn die Boote, wenn man da runtergelassen wird, die schlugen immer gegen die Reling von dem Schiff. Da das ja quer im Wasser hing, also schief im Wasser hing. Und über einem war dann plötzlich das riesige, riesig große, schwere Schiff. Wahnsinn. Und da habe ich dann erst gemerkt, da ist irgendwas passiert. Da war die Todesangst dann da?
da war es dann da, genau. So, und als das Beiboot dann im Wasser war, ja, gab es dann große Anstrengungen, das Boot so schnell wie möglich wegzubekommen von der Estonia? Also ich muss ganz ehrlich sagen, daran hat gar keiner gedacht. Also wir waren ungefähr 7 Leute in dem Boot. Ach, 7 Leute nur? 7 Leute. Ich dachte, das wäre irgendwie 15, 20, 30 Leute. Ja, also im Nachhinein muss ich sagen, vor als dass die Crew, die da standen, die waren also nicht schön in Reihe und Glied, sondern da war hier mal einer, da war mal keiner, auf der anderen Seite waren mal wieder 3. Mhm. Und bis heute habe ich so das Gefühl, die haben gewusst, das Ding säuft jetzt ab. Hast du mit eigenen Augen dann gesehen, wie das Ding abgesoffen ist? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und der Strudel hat euch aber mit eurem kleinen Bötchen nicht mit runtergezogen? Nein, da waren wir schon zu weit weg. Also das Ganze hat ja gedauert eine halbe Stunde. Wie seid ihr weggekommen? Gab es da Paddeln in dem Boot? Da gab es Paddel, ja. Und das hat man dann doch instinktiv getan, weg. Instinktiv. Ist man einfach losgepaddelt, ja. Jetzt hilf mir nochmal auf die Sprünge, es ist schon sehr lange her. Wie viele Menschen sind ums Leben gekommen? 852. 852. Und wie viele haben überlebt? 137. Boah, was für ein Lebensglück ihr hattet. Und man muss ja dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir gesunken sind, war ja Sturm und Wellen, richtig hohe Wellen. Und es war richtig kalt und richtig viel Wind und richtig nass alles. Und wir waren auch gleich richtig, also die Klamotten nass und gefroren. Und dann hat man erst gemerkt, nachdem dann das Boot, das Schiff unten war, da war Ruhe, richtig Totenstille. Wie lange hat es gedauert, bis dann Hilfskräfte kamen und euch gerettet haben? Ich kann es nur schätzen, es war auf jeden Fall, also so weiß ich jetzt im Nachhinein, dass eine Stunde, nachdem das Boot gesunken war, das erste Schiff da war. Und ich habe so ein Zeitgefühl, anderthalb Stunden, bis sie uns dann gehabt haben. Ja, und den Namen werde ich nie vergessen, das Schiff hieß Mariella. Ja. Das ist eine andere Fähre, die hat uns aufgenommen. Dann hat das Schiff euch aufgenommen und hat das Schiff euch nach Finnland gebracht oder? Nach Stockholm. Nach Stockholm gebracht. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass man erst dann so einen Tag oder 2 Tage später so kapiert, was da passiert ist. Dass man unter so einem Schock steht. Und nicht mal 1-2 Tage später. Nicht mal das vielleicht, ja. Man hat ja das in den Nachrichten dann verfolgt. Und hat ja dann gemerkt, da waren wir drauf. Ja. Okay, da waren wir drauf. Und jetzt sind wir halt hier. So hat man es erstmal realisiert. Genau, und man hat mitbekommen, so viele Menschen sind ertrunken. Genau. Man wusste damals die Zahlen noch nicht, aber man wusste schon, dass sehr viele Menschen umgekommen waren. Richtig. Und erst so 1-2 Monate später, nachdem etwas Ruhe war, hat man dann realisiert, na, den ich abends noch gesehen habe, der am Automaten gespielt hat, derjenige, der an der Bar saß, vielleicht leben die ja gar nicht mehr. Ja. Du sagtest gerade, oder wir sagten gerade, dass das ja nie wirklich aufgeklärt worden ist, warum dieses Schiff gesunken ist. Und es gab ja die verrücktesten auch Mutmaßungen, was dahinter stecken könnte. Seid ihr in irgendeiner Weise entschädigt worden? Habt ihr Schmerzensgeld bekommen? Also diese Linie, die uns da gefahren hat, also diese Reederei, die hat uns Schmerzensgeld angeboten. Aber wir haben das damals angenommen und hatten das, es gibt ja einen Gedenkstein. Ja. Den hatten wir das gespendet. Ah ja. Wie viel Schmerzensgeld war das denn, was die euch angeboten haben? Oh, also das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen, weil das war dann mein Dad, der das gemacht hat. Ach so. Es waren wahrscheinlich auch nicht solche Riesensummen. Nein, es war mit Sicherheit nicht viel. Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, so im Tausenderbereich, aber ist jetzt meine Meinung, kann ich auch jetzt nur spekulieren, müsste ich jetzt nachfragen, aber glaube ich nicht. Und in Tallinn gibt es ja jetzt eine Gedenkstätte der Estonia-Opfer und da hatten wir das dann gespendet. Ja. Hast du seitdem wieder ein Schiff betreten? Nie mehr. Und ich habe manchmal, auch wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Rummelplatz bin und dort zum Beispiel in diese Holzfässer reingehe, in denen man auch so die Orientierung verliert, wo man jetzt gerade ist, da kriege ich totale Panik. Verstehe. Wenn ich Titanic anschaue, ich habe den Film einmal gesehen, ich schaue den nie mehr. Nein, tu es dir nicht an. Ja, da kommt wirklich alles hoch. Ja, das glaube ich. Ja. Kannst du denn, ist die Aversion so groß, dass sie sich nicht nur auf Schiffe projiziert, sondern kannst du Strandurlaub machen? Also ich kann schon ins Meer und schwimmen, aber ich schwimme nicht, also im Meer. Im Schwimmbad oder so kein Thema oder am Baggersee, aber im Meer, wenn dann die Wellen einem ins Gesicht schwappen,
dann ist aus, dann will ich schon gar nicht mehr. Mhm. Also dieses Gefühl wieder habe, dass ich im Meer bin und das Wasser mir unkontrolliert ins Gesicht schießt, ja, ist aus. Dann will ich schon gar nicht mehr. Also ist deine Urlaubsregion nie das Meer? Nein, nie. Nein. Es ist immer Inland, Berge oder irgendwas anderes. Genau. Mhm. Genau. Und ich muss seither sagen, ich kann mir persönlich keinen schwereren und schmerzhafteren Tod vorstellen, als zu erfrieren. Mhm. Denn das, was wir die anderthalb Stunden dort gemacht haben, das war richtig ums Leben gezittert. Wie hoch war die Temperatur damals? Ungefähr. Die Außentemperatur. Ja, also es war ja im September. Mhm. Es war richtig kalt. Es war schon sehr kühl. Ich meine mich auch zu erinnern, ja. Also es war schon Winter, kann man fast sagen. Es hat zwar nicht geschneit damals, als wir von Tallinn losgefahren sind. Nicht auszudenken, wenn es wirklich Winter gewesen wäre. Ja, also ich weiß nicht, ob ich dann behaupten würde, dass mehr oder weniger. Denn es ging einfach viel zu schnell, ist meine Meinung. Kamen ja die Leute von unten, wir waren ja ziemlich weit oben mit der Kabine, die unten, die kamen ja gar nicht mehr hoch. Bist du und dein Vater gesundheitlich ganz unbeschadet da rausgekommen? Also, wir haben jetzt keine Folgen davon getragen. Klar, eine Lungenentzündung und Fieber und Erkältung und Schnupfen, das ist klar. Aber das sind Sachen, wo ich dann sage, dann bin ich lieber 3 Wochen im Bett, aber mir geht's dann wieder gut, ja, wenn ich an die anderen Menschen denke. Natürlich. Genau. Und ich muss sagen, der Zeitpunkt von dem Wachwerden, bis das Schiff unterging, der war relativ schnell. Mhm. Aber dieses in diesem kleinen Boot sitzen und warten, ob man gefunden wird, und die Wellen heben das Boot hoch und runter und überall kommt Wasser, und das war eine ewige Zeit. Das glaube ich. Und das erste war dann, wie du gerade sagtest, ein Schiff. Es kamen nicht Hubschrauber oder Flieger. Nein, das allererste, was kam, war ein Schiff. Mhm. Und das war die Mariella. Und da war die Erleichterung ganz, ganz gut. Nein, wir gar nicht. Wir hatten Angst. Wir hatten Angst vor dem Schiff. Warum? Weil wir Angst hatten, dass das uns nicht sieht. Ach so. Genau, und dass das über uns drüber fährt. Ach so. Weil es war ja stockdunkel. Aber hatten die nicht so Suchscheinwerfer schon aufgestellt? Das hatten die schon, aber die hatten uns zu dem Zeitpunkt, wo sie uns gefunden, also bis sie uns gefunden haben, noch gar nicht angepeilt. Also nochmal Todesangst. Genau, also wir hatten echt Angst, dass die uns über den Haufen fahren, auf gut Deutsch. Und dann haben wir geschrien und geschrien und geschrien, und auf einmal hat jemand von dem Schiff zurückgerufen. Mhm. Und dann ging erst der Scheinwerfer auf uns drauf. Mhm. Und erst wo der Scheinwerfer auf uns drauf war, wir waren noch gar nicht auf dem Schiff, da war dann dieser Stein, der einem vom Herzen fällt. Sie haben uns. Gott sei Dank, sie haben uns. Julian, ich danke dir sehr für deinen Anruf und für die Schilderung. Sehr, und wünsche dir alles Gute und was für ein Glück, dass ihr gehabt habt, und nachträglich, obwohl es schon viele Jahre her ist, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nochmal. Danke. Zu dem zweiten. Alles Gute wünsche ich dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Arno, 41, ist jetzt mein akustischer Gast. Hallo Arno, guten Morgen. Einen recht schönen guten Morgen, Domian. Ja, hallo Arno. Ja, was verbindest du mit dem Meer? Ja, eher ein katastrophales Ereignis. Oh, auch. Katastrophal eher weniger für mich, aber global gesehen. Und zwar habe ich den Tsunami 2004 überlebt. Ach. Erzähl, was hast du erlebt? Und wo genau warst du? Ich war in dem Augenblick an der Südwestküste von Sri Lanka. Ah ja, ja. Einige Hörer werden bestimmt die Kaduva kennen. Das ja. Ist mehr oder weniger da, wo die ganzen Touristen oder ein Großteil der Touristen absteigen. Ja. Und ja, in dem Augenblick war ich dort vor Ort. Du warst direkt am Strand? Ich habe das dieses Jahr nochmal abgeschritten, ich war dieses Jahr auch dort. Und es ist genau 100, die 100 Meter vom Strand weg, von der Wasserkante. Mhm. War das ein Strandbereich? Hast du dich gesonnt oder hast du in einer Bar gesessen oder was war da? Nee, Fakt ist, normalerweise ist schon ein klein bisschen aus. Normalerweise bin ich im buddhistischen Tempel eingeladen, und zu diesem Zeitpunkt war ich dann gerade am Strand, und aus diesem Grunde hatte ich dann abends auch ein bisschen gefeiert und bin dann erst um 3:30 ins Bett gegangen, und um 9:20 in aller Herrgottsfrühe war das so, dass ich halt wach geworden bin, dass sich mir eine Geräuschkulisse geboten hat, die ich nicht einzuschätzen wusste. Geschreie, Getöse, und ich bin halt morgens dann wach geworden. Und in einem Hotelzimmer oder einem Zimmer? Ja, das ist im Endeffekt so eine kleine Pension. Eine Pension, okay. Und die Pension war recht nah am Meer gebaut?
Ja, 100 Meter weg. Ah ja. Und ja, dann ist im Endeffekt eine Verkettung von glücklichen Zufällen, die sich so im Nachhinein rausstellt. Konntest du denn von deinem Fenster aus aufs Meer gucken? Nein. Nein. Ich hatte im Endeffekt 4 oder 5 andere Zimmer noch im Abstand von ungefähr 20 Meter vor mir. Wie hast du denn dann diese Riesenwelle, wie hast du denn das dann erlebt? Erlebt habe ich das insofern, dass ich dann wach geworden bin. Ich hatte 2 Tage vorher 2 Schweizer kennengelernt. Und ich bin wach geworden. Und dann kam schon Wasser quasi unter der Tür her. Ich hatte mir aber noch nichts weiter dabei gedacht. Naja, aber das ist ja dann schon krass, wenn ja, jetzt war 100 Meter weit weg, aber man denkt ja noch letztendlich nicht daran, von wegen, dass binnen weniger Sekunden noch weitere 10 Meter auf einen zu rasen. Ja, also du sahst das Wasser unter der Tür durchkommen. Was hast du getan danach, sofort? Ich hatte dann angefangen, mein Hab und Gut irgendwo in Sicherheit zu bringen. Also da war ja schon klar, irgendwas Schlimmes. Nein, es war mir überhaupt nicht klar. Aber irgendwie instinktiv, ich hatte einen Reisepass beziehungsweise Bargeld und mein Handy, meine Kamera, alles irgendwie an mich genommen. Bist du dann raus aus dem Zimmer? Nein, Gott sei Dank nicht. Sondern du bist im Zimmer geblieben? Ich hatte auf der Bettkante gesessen und hatte meine Sandale gesucht. Und warum sagst du Gott sei Dank nicht? Ja, ich denke mal, das hätte ja gegebenenfalls nicht physische, aber dann gegebenenfalls psychische Hinterbleibenschaften auslösen können. Wenn man da letztendlich irgendwo eine Wassersäule von, ich weiß es nicht, ich habe es ja Gott sei Dank nicht gesehen, aber von 6, 7, 8 Meter auf den Zugrasen. Aha, also du bist dann in deinem Zimmer geblieben und diese Riesenwelle ist quasi über dich hinweggegangen? Nein, wie gesagt, ich hatte auf der Bettkante gesessen, hatte die Sandale gesucht und im nächsten Augenblick hatte ich ja nochmal zur Tür geguckt und dann kam in etwa auf einem Meter zwischen Türblatt und Zarge kam Wasser in den Raum hinein. Und da wusste ich zwar, dass irgendwie irgendwas nicht wirklich stimmt, aber was macht man dann? Ich hatte dann im Endeffekt, wie gesagt, dann irgendwo meine Sandale gesucht, Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil normalerweise renne ich auch sehr, sehr viel barfuß unten rum, wäre dann in dem Augenblick wahrscheinlich vor der Tür gewesen. Ich war aber Gott sei Dank im Raum. So, und im nächsten Augenblick kommt schon Wasser durchs Fenster hinein. Und Ist denn diese Welle dann, das meinte ich gerade, ist diese Welle über deine Pension rüber und hat sich dann wieder zurückgezogen? Oder wie war das? Nein, diesen Zeitraum. Die Hauptwelle ist gar nicht bis zu dem Raum gekommen. Das Türblatt ist mir anschließend um die Ohren geflogen. Das heißt, von wegen, ich habe letztendlich einmal auf der Bettkante gesessen. Und du hast die Sandale gesucht, ist mir schon klar. Aber ich wollte jetzt wissen, wie weit diese große Welle gegangen ist. Ist die bis zu deiner Pension gegangen oder hat die vorher gestoppt? Darüber hinaus. Darüber hinaus, ah ja. Also Fakt ist von wegen, dass das Türblatt ist mir um die Ohren geflogen und ich bin ein relativ großer Mensch von über 1,90 und das Wasser scheint mir bis zum Hals, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und dann, was hast du dann gemacht? Aufgrund dessen, wie ich gerade erwähnt habe, dass ich 2 Schweizer kennengelernt habe, habe ich dann erst mal geguckt, was mit den beiden Schweizern ist. Ja. Ich hatte dann geguckt von wegen, ob sie noch überhaupt leben. Also bist du raus aus deinem Zimmer gegangen und hast die in den anderen Räumen gesucht? Habe die in den Trümmern letztendlich irgendwo gesucht, ja. Ja. Hatte sie dann Gott sei Dank ohne größere Blessuren gefunden und habe dann letztendlich den nächsten Schritt eingeleitet, sprich von wegen, wir wussten ja gar nicht, was es war. Wie hoch stand denn das Wasser, während du gesucht hast? Wie hoch stand es dir? Das lief dann wieder ab. Ja. Ich hatte das Wasser ungefähr bis annähernd am Hals. Und ich hätte in diesem Raum letztendlich auch nicht rausgekonnt. Das heißt, ich bin letztendlich im Raum geblieben und hätte dann raustauchen können, wenn der Raum voll gewesen wäre. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du dich gänzlich dann in Sicherheit bringen konntest? 5, vielleicht 10 Minuten. Ah, ja. Wobei das subjektiv ist. Das ja, sicher, klar, das kommt einem dann sehr viel länger vor. Und dann da hat es wahrscheinlich noch sehr viel länger gedauert, bis du verstanden hast, was da geschehen ist. Ne? Weil das war ja den meisten Menschen gar nicht klar. Ja gut, man sprach nach einer halben Stunde von Tsunami, aber ich wusste in dem Augenblick ehrlich gesagt auch nicht, was Tsunami ist. Was ist das? Also, ja. So, no. Sind denn Leute, die du kanntest, ums Leben gekommen? Nein, Gott sei Dank nicht. Wobei ich auch letztendlich erwähnen muss, von wegen, also geografisch ein sehr guter Ort zum Überleben, wo ich war.
also ungefähr 10 Kilometer von dort aus in den Süden gesehen. Da ist Gaul, das ist auch hier wohl durch die Medien gedroschen ohne Ende. Ja. Da ist der Busbahnhof unmittelbar an der See, da sind mehrere Busse, ich möchte nicht vom Dutzend reden, besetzte Busse in die See gespült worden. Ja, wie schrecklich, wie schrecklich. Und circa 5 Kilometer in den Norden hinauf, da ist, das ist auch hier in den Medien sehr oft gewesen, da ist dieser Vollbesetzzug aus den Schienen gehebelt worden. Mhm. Da sind allein in dem Zug wohl um die 2000 Menschen gestorben. Ja, ja. Du hast gerade gesagt, dass du neulich wieder dort warst. Das heißt, du hast keine Angst, in diese Regionen wieder zu fahren? Nein. Und würdest das auch immer wieder tun? Domian, ich muss in dem Augenblick auch erzählen, von wegen Sri Lanka selber ist auch ein Bürgerkriegsland. Mhm. So, von daher... muss man sowieso Angst haben. Da ist sind viel mehr Gefahren, Drohnen an jeder Ecke. Ich sehe es relativ gelassen, aus dem einfachen Grund, ich muss so oder so früher oder später sterben. So, und aber du bist wirklich Tourist und du hast nicht beruflich doch zu tun. Ich bin Tourist. Du bist Tourist, oder? Wobei ich, wie gesagt, jetzt mittlerweile 11 Mal da gewesen bin. Mhm. Aller Voraussicht nach, also so 99% nächstes Jahr im Februar sowas wieder für 8 Wochen runterfliege. Ja. Und dann liebst du das Land aber schon sehr. Ja. Das muss man, glaube ich. Das sollte man in dem Augenblick schon so erwähnen. Ja, das hört sich dann auch so an. Ja, auch sehr schön und sehr toll, dass du unbeschadet davongekommen bist. Ja gut, alleine auf dieser Insel, muss ich aber auch beiläufig erwähnen, sind wohl 70.000 Menschen gestorben, allein auf Sri Lanka. 70.000 Menschen. Das ist unfassbar, das ist noch gar nicht so lange her. Und wir in unserer schnelllebigen Zeit haben das schon wieder alles irgendwie ganz in der Ferne abgespeichert und fast schon wieder vergessen. Am 26.12., also am zweiten Weihnachtstag, jährt er sich zum zweiten Mal. Ja, erst zum zweiten Mal. Das ist wirklich erstaunlich. Mir kommt das auch irgendwie so schon wieder viel länger vor, wenn man jeden Tag Nachrichten hört und da passiert jeden Tag irgendwas Schlimmes auf der Welt und hier und da. Es ist schon traurig, dass man das dann alles doch relativ schnell vergisst wieder, was geschehen ist. Ja gut, das ist im Endeffekt eine Sache von wegen, es ist zur Weihnachtszeit passiert, aufgrund dessen ist es auch in den Köpfen hängen geblieben. Ja, ja, genau, du hast recht. Was ist denn damals in Pakistan gewesen? Ja, ja, ja. Ja. Ach, da denkt tausend, kein Mensch mehr an. Ja, Dutzende von Beispielen könnte man da gebrauchen. Ja. Lieber Arno, ich danke dir für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute. Mich. Wiederhören, tschüss. Einen schönen Morgen noch, tschüss. Dankeschön. Und weiter geht es mit der Erika. Erika ist 78. Und ich muss mich gleich entschuldigen, ich habe mich mit der Zeit vertan. Wir haben gar nicht mehr viel Zeit, aber wir versuchen es noch ein bisschen. Erika, grüß dich, hallo. Hallo. Das Meer. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich am Meer war in Marokko. Ja. Und da bin ich dann zu 8 Meter runtergestürzt, da war nicht genug Wasser. Dann bin ich in die Klinik gekommen. Für eine Nacht dann rausgeflogen nach Frankfurt in die Unfallklinik. Da war ich 8 Monate. 8 Monate? Ja, und dann bin ich eben nach Hause, sitz im Rollstuhl seit der Zeit, habe aber schon sehr viel unternommen. Ich war alleine 70 Mal verreist. Und zwar bis zu den Galapagos-Inseln, in Kuba, in Sri Lanka dreimal, alles. Trotz der Behinderung? Trotz der Behinderung. Und ich gehe auch jetzt noch jede Woche schwimmen nach Bad Salzuflen. Ja. Wann war dieser schlimme Unfall? 1954 im Oktober. So lange liegt das zurück. Und du sagst, du bist 8 Meter gestürzt runter. Ja. Hattest du das nicht gesehen, dass da kein Wasser ist? Nein, das konnte ich vorher nicht sehen. Konntest du nicht sehen? Ja. Nein. Und wie schwer warst du verletzt? Ja, ich hatte eine Querschnittlähmung dadurch. Das war die Folge davon? Ja. Aber eine sehr schwere Grundverletzung natürlich. Ja. Davor. Hast dich aber nicht unterkriegen lassen davon. Nein. Jetzt hast du das so toll und so schnell erzählt, dass ich fast gar nicht ein schlechtes Gewissen mehr habe. Dennoch tut es mir leid, weil die Sendung gleich vorbei ist, Erika. Aber es war schön, dass wir noch nur ganz kurz haben sprechen können. Wünsche dir eigentlich weiterhin alles Gute und bleib so lebensfroh. Dankeschön. Ja. Alles Liebe. Tschüss. In der Technik war Gero Kuntermann und morgen haben wir wieder eine freie Themennacht, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Festival und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen.